Morgen aus Punta del Diablo. Wir sind hier jetzt eine Nacht gewesen und zwar in diesem Hostel. Zeigen wir euch gleich auch noch ein paar Aufnahmen, dass ihr wisst, wie es da aussieht. Wir haben 11 Euro pro Person in einem Viererzimmer gezahlt. Das ist vollkommen in Ordnung. Uns hat es da gut gefallen. Wir ziehen jetzt aber um, weil wir zuerst zwei andere Nächte gebucht hatten und uns ja früher entschieden haben, hierher zu kommen. Und deshalb waren wir jetzt noch eine Nacht hier, ziehen aber jetzt gleich um. Wir sind jetzt umgezogen und umgezogen. Oh, Lisa! Und gehen jetzt in so einen Park. Wo in einen Nationalpark. Nationalpark. Auf jeden Fall soll es da sehr schön sein von der Natur her und Tiere soll es auch geben. Fix, wir sind schon da. Schauen uns jetzt mal hier die Gegend an und dann fahren wir weiter zu den Tieren. Wir fahren jetzt weiter und schauen mal, was es hier für Tiere gibt. Ob das jetzt nur Rinder sind oder Pferde. Hier sind zum Beispiel schon mal Pferde. Ja. Ohne Schwanz. Ich sag, das ist ein geheimes Projekt der Uruguayaner. Das ist eine Kreuzung aus Esel und Chinchilla. Haben wir die Namen hier jetzt rausgefunden. Thank you.
Nationalpark jetzt viel mehr Zeit verbracht als eigentlich geplant, aber das ist einfach so interessant, den Tieren zuzuschauen. Und vor allem hier ist es ganz schön, dass sie eben so viel Platz haben. Es ist nicht so wie im Zoo, dass die so arg eingesperrt sind. Aber das ist ein Teil von diesem ganzen Nationalpark hier, der ziemlich weitläufig ist, wo man auch mit dem Auto durchfahren kann. Und Eintritt ist kostenlos. Aber jetzt geht's heim. Jetzt geht's heim. Oh, guck mal, da ist ein Riesenviech. Da ist ein Riesenviech. Ein rothaariges. Chinchilla. Riesenchinchilla. Das bist du in Tierform. Und noch ein freilebender Vogel.